Cora Rock. Cora Rock ist akademische Mitarbeiterin am Romanischen Seminar der Universität Heidelberg, wo sie im Bereich der französischen und italienischen Literatur und Filmwissenschaft lehrt und forscht. 2019 verteidigte sie ihre Dissertation zur Darstellung von Entfremdung in Arbeitsnarrativen der italienischen Gegenwartsliteratur im Rahmen des trinationalen Graduiertenkollegs der Universitäten Bonn, Firenze und Paris-Sorbonne. Die Dissertation gewann 2020 den Nachwuchspreis des Deutschen Italienistenverbandes. Zu ihren Forschungsinteressen gehören insbesondere literarische und filmische Repräsentationen von Arbeit, Kapitalismuskritik und Subjekttheorien des 20. und 21. Jahrhunderts. Von 2020 bis 2021 war sie in einem Forschungsprojekt zu digitalen Methoden der Literaturwissenschaft an der Universität Trier beschäftigt. Aktuell arbeitet sie an ihrer Habilitationsschrift über die Modulationen des Charmeffekts in der französischen Literatur. Im Herbst dieses Jahres wird im Fink Verlag ein von ihr herausgegebener Sammelband mit dem Titel Authentizität nach Pasolini erscheinen. Also ganz im Sinne unserer heutigen Tagung. Wir freuen uns, dass sie heute hier ist. Damit gebe ich dir auch schon das Wort, Cora. Ja, vielen Dank für die Vorstellung, für die Einladung. Ich freue mich wirklich, hier zu sein und mich von den Vorträgen der Kolleginnen und Kollegen inspirieren zu lassen. Ja, nicht mehr viele Italienerinnen und Italiener der jüngeren Generation kennen Pasolinis Werk, seine Filme, seine Romane, Gedichte oder journalistischen Schriften, geschweige denn junge Menschen, die außerhalb Italiens leben und die den Namen Pasolini vermutlich das erste Mal an der Universität hören. Was viele, die über Pasolini doch stolpern, nicht vergessen, ist die Tatsache, dass er auf unnatürliche Weise ums Leben gekommen ist und sich viele Mythen um seine Ermordung ranken. Die hier Anwesenden sind natürlich im Bilde über den groben Verlauf, den die Ermittlungsarbeiten seit der Verhaftung des zur Tatzeit 17-jährigen Hauptverdächtigen Giuseppe, genannt Pino Pelosi, genommen haben, der noch in der Tatnacht als alleiniger Täter beschuldigt und schließlich auch zu einer Gefängnisstrafe von fast 10 Jahren verurteilt wurde. Die Allgemeinheit, nicht nur die italienische Bevölkerung, sondern ein internationales Publikum, schien jedoch vor nicht allzu langer Zeit über die neuesten Erkenntnisse zum Fall Pasolini aufgeklärt werden zu müssen. Und zwar über ein Medium, das auch genug Menschen erreicht, die sich nicht durch journalistische oder wissenschaftliche Arbeiten haben auf den neuesten Stand bringen können. Ich spreche von 2 Spielfilmen. Abel Ferraras Pasolini von 2014 und David Griekos La Macchinazione von 2016, die beide die letzten Tage bzw. Stunden von Pasolini ins Zentrum ihrer Handlung stellen und schließlich seine Ermordung inszenieren. Beide bieten dabei durchaus unterschiedliche Theorien dafür an, warum Pasolini in der Nacht vom 1. auf den 2. November 1975 hatte sterben müssen. Dass in oder mit einem Film Aufklärungsarbeit im Fall Pasolini geleistet wird, ist allerdings nicht neu. Natürlich wurden gleich nach der Ermordung Pasolinis diverse Dokumentarfilme veröffentlicht. Allen voran ist Il Silenzio e Complicità zu nennen, der 1976 aufgeführt wurde und aus einer Zusammenarbeit von Laura Bezzi, Bernardo Bertolucci, Ettore Scola und Enzo Siciliano hervorgegangen war, die früh versucht haben, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Pelosi nicht der einzige Mörder Pasolinis gewesen sein konnte und Fehler bei der Aufarbeitung des Falls gemacht wurden. Weitere Filme, die seitdem erschienen sind und entweder in einem dokumentarischen oder journalistischen Gestus dem Leben, Wirken und Sterben Pierpaolo Pasolinis nachspüren, wie beispielsweise Barnaby Michelis A Futura Memoria von 1986, hat Michael Eichmeier in einem Aufsatz von 2001 ins Visier genommen, in dem er im Übrigen auch die Rezeption Pasolinis im italienischen Spielfilm unter anderem in Nanni Moretti's Caro Diario von 1993 oder Sergio Citti's Imagi Randagi von 1997 betrachtet. Und beim Spielfilm wollen wir auch im Folgenden bleiben. Eine erste wichtige Arbeit in diesem Genre hat Marco Tullio Giordana mit seinem 1995 erschienenen Pasolini Un Delitto Italiano vorgelegt, in dem er unter anderem durch die Einarbeitung authentischen Filmmaterials, Interviews, die kurz nach der Mordnacht entstanden waren, den Prozess um Pelosi und die Lücken in der Ermittlungsarbeit präzise zu rekonstruieren sucht. Giordana jedoch lässt Pasolini selbst nicht auftreten, nur originale Filmaufnahmen und Fotografien zeigen ihn tot und lebendig
und in den Einstellungen, die die Handlung der Mordnacht in wenigen Sekunden in größter Dunkelheit zeigen, als würde hier nur die Fantasie ein Schnipsel vertragen, ist die Silhouette eines Schauspielers, der Pasolini darstellen soll, zu sehen. Es war sicherlich der Österreicher Hushang Alahyari, der sich als erster an einem Spielfilm über Pasolini versucht hat, in dem die Figur Pasolini auch selbst auftritt. Sehen wir in dem 1986 erschienenen Pasolini inszeniert seinen Tod, einen Schauspieler, der Pasolini verkörpern soll, wie er zwischen antiken Statuen Lust wandelt und beispielsweise aus eigenen Gedichten wie Io sono una forza del passato zitiert, orientiert sich Aurelio Grimaldis Nerolio von 1996 zwar stärker an den biografischen Fakten aus Pasolinis Leben und erzählt auch eine kohärente Story, tauft die Protagonisten dieses offensichtlichen Biopics, zu denen neben Pasolini vor allem seine Mutter und Pelosi gehören, aber um. Der Film, der harsche Kritik erntete, weil er, so behauptete Grimaldi, nicht gerade ein Idealbild von Pasolini zeichnete und damit den Mythos Pasolini zu dekonstruieren drohte, bietet aber im Gegensatz zu Ferraras und Griecos Film keine alternativen Erklärungen für den Tod Pasolinis an, der in dieser Version einfach, was ein Großteil der Öffentlichkeit damals auch ebenfalls für plausibel hielt, die tragische Folge eines Streites zwischen zwei Homosexuellen mit ungleichem Begehren zu sein schien. Giordanas Pasolini, un delitto italiano, der auf Enzo Sicilianos ebenfalls 1995 erschienenem Buch Vita di Pasolini beruht, und der Logik eines Justizthrillers folgend, die mühsam Recherchearbeiten und den Prozessalltag schildert, setzt genau dort an, wo Grimaldi aufhört. Hineinmontiert werden, wie schon gesagt, authentische Aufnahmen, ein Interview mit einer Bewohnerin der Siedlung in Ostia, die den Leichnam Pasolinis gefunden und als Immunditia wahrgenommen hatte. Wir hören Moravias Grabrede, wir sehen Sergio Citti und Ninetto, der das Verschwinden eines Uomo più buono del mondo betrauert. Auch auf Fallacis Artikel wird Bezug genommen, mit dem sie sich weit aus dem Fenster lehnt und allerdings ohne ihre Quellen zu verraten behauptet, es habe sich um einen Komplott gehandelt. Eine Position, die auch Bertolucci öffentlich vertritt, dessen Interview mit einem TV-Sender gezeigt wird, in dem er bezeugt, dass es darum ginge, Pasolini für immer zum Schweigen zu bringen. Neben den Stimmen der Freunde kommen aber auch Pasolini-Gegner zu Wort. Nicht nur die TV-Sender distanzieren sich von Bertolucci, der auch behauptet hatte, es handle sich um einen Akt gegen die italienische Kultur selbst. Da wird dagegen gehalten, dass das italienische Volk sich eigentlich nie richtig durch Pasolini repräsentiert gefühlt habe. Eine Frau in Ostia bekundet ihre Zustimmung zur Tat. Sie sieht in Pelosi einen armen Jungen, der sich gegen einen Perversen zur Wehr gesetzt habe und seine Ehre habe verteidigen müssen. Auf Flyern ist der Satz Uno di meno zu sehen. Für Giordana stehen nun die Details der Verhandlungen und Ermittlungsarbeiten im Vordergrund, die aber nicht richtig durchgeführt werden konnten. War das Auto Pasolinis, das eigentlich hätte von der Polizei gesichert werden sollen, im Regen geparkt und wies keine Blutspuren auf. Auch der Tatort selbst war nicht abgesichert worden. Verdächtig sei gewesen, dass keine Befragungen der Freunde von Pasolini vorgenommen wurden, dass Gegenstände wie ein Pulli im Auto von Pasolini vorgefunden wurde, die nicht Pelosi gehörten, deren Besitzer aber auch nicht ausfindig gemacht wurden, dass Pelosis Kleidung kaum Blutspritzer aufwies. Vor allem aber wird ganz in der Manier eines Gerichtsfilms durch Zeichnungen, Fotos, ein Flipchart, vor Augen geführt, welche Curva Assurda das Auto genommen habe, das angeblich Pelosi gefahren haben soll und mit dem dieser aus Versehen über Pasolinis Körper gefahren sei, was dessen Tod zur Folge gehabt hatte. Zwischen den authentischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen heben sich diese fiktionalen oder besser gesagt nachgestellten Szenen in Farbe ab, in denen unter anderem die These geäußert wird, dass Pasolini zu viele Fragen gestellt habe, man ihn habe kaltstellen wollen und zwischenzeitlich werden zwei weitere tatverdächtige Freunde von Pelosi festgenommen, wieder freigelassen, die vor einem Polizisten inkognito damit angegeben hatten, auch an der Ermordung beteiligt gewesen zu sein. Hier unten in der Einstellung links im Übrigen eine Referenz auf einen Ort, die Lande Desolate der Vorstadt, wie sie auch hätten in Mama Roma vorkommen können. Der Film endet schließlich mit dem Verweis darauf, dass weitere Untersuchungen nicht vorgenommen wurden, La versione di Pelosi fa comodo a tutti. An dieser Stelle setzen nun die Filme von Ferrara und Grieco an, die sich nun unter anderem auf die neuesten Enthüllungen durch Pino Pelosi selbst beziehen, der 2011 ein Buch mit der Hilfe von Alessandro Olivieri und Federico Bruno, eine Art Abiura, herausgebracht hat, die zwar widersprüchlich ja nicht hätte sein können, aber gerade darum wieder eine neue Diskussion über den Tathergang in Gang bringt.
Da Ferraras Film schon häufiger besprochen wurde, unter anderem von Angela Oster, André Roy oder Paolo Lago, will ich nun Griecos Film näher unter die Lupe nehmen und dort vor allem die Art und Weise beleuchten, in der der Regisseur durch intertextuelle und intermediale Verweise in einen Dialog mit Pasolinis Werk und Denken tritt. Zuerst möchte ich allerdings noch ein paar Worte zu dem gleichnamigen Buch verlieren, das am 1. Januar 2015 bei Rizzoli erschienen ist. Der Film kam dann später im März 2016 in die italienischen Kinos und kann seit Mai 2021 auf Netflix angesehen werden. Obwohl es voller Fakten steckt und in eine investigative Reportage erinnert, handelt es sich um ein sehr persönliches Buch. David Greco hatte Pasolini durch die Lebensgefährtin seines Vaters Ruggero, der 1921 die Kommunistische Partei Italiens mitgegründet hatte und von 34 bis 38 ihr Sekretär war, bereits als Minderjähriger kennengelernt. Er mischt seine Erfahrungen, Erlebnisse hinein, erzählt, dass er als Schauspieler gearbeitet und in Teorema mitgespielt hatte. Er sei einer der zwei Jungs gewesen, die mit Mangano ins Auto steigen, als sie gegen Ende des Films ihre Nymphomanie auslebt, aber dass er sich schnell aus dem Filmgeschäft zurückgezogen und dem Journalismus zugewandt hatte. Er berichtet, wie er sich mit Pasolini über dessen Kritik an den Studenten mit ihren Facce di Papa gestritten hat, weil er nicht verstehen konnte, wie er die Seite der Polizisten in ihren Kämpfen mit der Studentenschaft einnehmen konnte, berichtet, wie er mit ihm und Ninetto nach Venedig gefahren war, wo er sich für ihn schämte, weil die vielen Studenten ihn ausbuhten, bevor sie sich auf ein Gespräch mit ihm einließen und ihm schließlich wie bekehrte Jünger an den Lippen hingen. Später streitet er mit ihm darüber, wieso er im Corriere della Sera hatte schreiben können, «Io so, ma non ho le prove». Wie könne denn er überhaupt über etwas schreiben, wenn er es doch nicht beweisen könnte? Woraufhin Pasolini geantwortet habe, «Le prove non le ho, ma le sto cercando». Und so fallen auch auf den ersten Seiten von Griecos Text diese Worte, «Anch'io, come Pasolini, vorrei dire che so tutto della sua morte, anche se non ho le prove». Was er weiß, berichtet er nun detailliert und anschaulich. Greco erzählt, wie er vom Tod Pasolinis erfahren hat, wie er surrealerweise Fellini an dem Morgen antrifft, als er sich hastig zu Pasolinis Wohnung aufmacht, wie er auf Graziella Chiercossi Pasolinis Cousine zu Hause trifft, die Mutter Pasolinis sieht er nicht, sie hat sich in ihr Zimmer zurückgezogen, wie Moravia gleich die damals von dem 24-jährigen Greco nicht gleich verstandene Vermutung äußert, es müssten die Faschisten gewesen sein, wie er seinen damaligen Schwiegervater in Spe, Faustino Durante, einen Gerichtsmediziner, anruft und sich mit ihm am Tatort verabredet und dieser dann die Leiche Pasolinis und einige Spuren am Tatort ins Visier nimmt. Greco selbst wagt es nicht, er ist so überwältigt, dass er noch nicht mal einen Nachruf schreiben kann, obwohl seine Zeitung es von ihm erwartet. Es wird schnell klar, derjenige, der das Buch geschrieben und den Film gedreht hat, ist ein Insider, er kannte Pasolini, viele seiner ihm nahestehenden Freunde und Familienmitglieder und jetzt hatte er einen Grund gefunden, sich endlich öffentlich zu dessen Tod zu äußern. Diesen verrät er dem Leser aber erst gegen Ende des Buches, das präzise die einzelnen Stationen in den Ermittlungsarbeiten rekonstruiert und ähnlich auch wie Giordana die Lücken in der Argumentation vor Augen führt. Schließlich berichtet Greco davon, wie 2013 die Filmproduzentin Conchita Airoldi auf ihn zugekommen war, die ihm von Abel Ferraras Plan, einen Film über Pasolini drehen zu wollen, erzählte und Greco dazu überreden wollte, das Drehbuch zu schreiben. Greco erklärte sich bereit, aber als er sich mit Ferrara traf, wurde ihm schnell klar, dass dieser nicht den Film drehen würde, den Greco sich gewünscht hatte. Als er Ferrara vorschlug, den Tathergang neu zu rekonstruieren, diesmal so, wie es nach den neuesten Recherchen tatsächlich gewesen sein konnte, sagte Ferrara bloß, I don't want to do a spy story. Neben der Tatsache, dass viele explizite Szenen vorgesehen waren, schreckte aber insbesondere eine Aussage Ferraras Greco schließlich von der Zusammenarbeit ab. Let's face it, he was rich and he was buying bodies. Ein prägnanter Indikator dafür, mit welchen zwei Persönlichkeiten wir es hier zu tun haben. Der eine, ein international bekannter, erfolgreicher amerikanischer Regisseur, dessen Filme sich durch ihre Schonungslosigkeit, Brutalität auszeichnen mit Sex und Gewalt, wie beispielsweise in Mrs. 45 von 1981 oder Bad Lieutenant von 1992. Der andere quasi ein Niemand in der Welt der Starregisseure. Greco hatte aber immerhin schon einen Film über einen sowjetischen Serienkiller, Evilenko, 2014 gedreht, der aber in einer persönlichen Beziehung zu Pasolini, zu seinen Lebzeiten gestanden hatte, ihn nach wie vor wie ein Vater, Mentor und Freund fast demütig verehrte und ihm großen Respekt zollte. Greco wollte also einen Film machen und zog sich einen eigenen Film machen und zog sich aus dem Projekt mit Ferrara zurück und bekam, weil es viele andere auch als eine Ehrensache betrachteten, dem Bild, das Ferrara zu zeichnen begann, ein weiteres an die Seite zu stellen, die entsprechende finanzielle und moralische Unterstützung.
Zwar spielt der große Willem Dafoe in Ferraras Film Pasolini und Maria de Medeiros sowie Valerio Mastandrea als auch Ricardo Scamarcio treten auf. Ich möchte mir hier kurz einen persönlichen Kommentar gestatten, dass jemand wie Ricardo Scamarcio zuletzt in Loro als gieriger, ruhmsüchtiger Berlusconi-Verehrer oder in Lo Spietato als kalkulierter Mafioso zu sehen mir als eine absolut falsche Besetzung für die Rolle des freundlich naiven Ninetto erschien. Greco versucht aber erst gar nicht, Ninetto aufleben zu lassen, und er beweist ein großes Gefühl für die Wahl seiner Schauspieler, insbesondere für Pelosi, den er gleichsam wie Pasolini es damals tat, sozusagen von der Straße rekrutiert. Nicht alles, aber doch einiges, was Greco in seinem Buch en Detail ausführt, wird auch im Film umgesetzt oder zumindest angedeutet. Dabei kommt es vor allem auf das Wie an. Wie vermittelt Greco mit filmischen Mitteln das, was er weiß, was er vermutet und das, was allgemein bekannt ist? Allgemein bekannt beispielsweise sind biografische Fakten über Pasolini, die zur Charakterisierung der Figur filmisch umgesetzt werden und dabei eine kollektive Imago bedienen. Hier werden medial vermittelte Gedächtnisbestände reproduziert und eine Mise-en-Scène kreiert, die bei einem Pasolini-versierten Publikum einige bekannte Bilder aufrufen. Als ikonische Zeichen werden beispielsweise die Brille Pasolinis oder sein markantes, wenn auch bei Massimo Ranieri nicht ganz so ausgeprägtes Kinn in einer Detailaufnahme inszeniert. Durch Fotografien bekannt ist auch die Ausstattung des detailgenau rekonstruierten Arbeitszimmers von Pasolini. Auch der fußballspielende Pasolini wird gezeigt in Einstellungen, die an die Fotografien von Deborah Bär erinnern. Pasolini lässt hier übrigens seinen späteren Mörder, also einer der Mitverantwortlichen in diesem Spiel, nicht mitmachen, weil er gewinnen will. Antonio Pina, eine Figur, auf deren Ausarbeitung Greco viel Zeit verliert, weil sie eine bisher vernachlässigte Rolle gespielt hatte. Bekannt ist beim Publikum natürlich auch die enge Beziehung Pasolinis zu seiner Mutter, zu der er in einer intimen Nähe hier im Ehebett gezeigt wird. Weniger bekannt die Tatsache, dass er sich von der Cousine seine Haare färben ließ, ein biografisches Detail, durch das Greco Pasolini als Privatmensch, der auch mit Eitelkeiten zu kämpfen hat, näher bringt. Und wenn während Giordana und Ferrara beide den Journalisten Furio Colombo auftreten lassen, der mit Pasolini das berühmte letzte Interview geführt hatte, entscheidet sich Greco, dessen Handlung nicht erst wie bei Ferrara in den letzten Stunden vor der Ermordung beginnt, dafür einen namenlosen französischen Journalisten auf Pasolini treffen zu lassen, eine fiktive Begegnung, die er dafür nutzt, Ranieri alias Pasolini wesentliche Gedanken sowohl zu seinem letzten Film Salò, zur Konsumgesellschaft, Gleichschaltung, unter anderem durch das Bildungssystem, formulieren zu lassen. Auf einem Spaziergang kommen die beiden dann auch an einem Werbeplakat vorbei, das zwar nicht den von Pasolini in seinem 1973 erschienenen Artikel Analisi Linguistica di uno Slogan diskutierten Spruch der Jesus Jeans Non avrai altri jeans al in fuori di me aufführt, sondern ein anderes Bild aus dieser Werbereihe präsentiert, das aber zum Anlass genommen wird, über die Manipulazione del nuovo potere capitalistico consumistico und schließlich auch die falsa Toleranza, die daraus entspringt, zu sprechen. Wir finden in Greco's Film nun mehrere Spielarten der Intertextualität bzw. Intermedialität, die als Beispiele von, um mit den Worten Hans-Dietrich Hubers zu sprechen, reproduktiver bzw. produktiver Imaginationsarbeit gefasst werden können. Ich gebe einige Beispiele. Der Film beginnt, nachdem er mit einem Direktzitat Pasolinis eingeblendet wird, das das Konzept des Films zusammenfasst, also nämlich, dass es um eine politische Machination, vielleicht mit Machenschaften oder am besten durch Komplott zu übersetzen geht, die bislang verhindert hat, dass die Wahrheit über Pasolinis Tod ans Licht kam. Der Film beginnt also mit einer langen Einstellung, bei der die Kamera langsam und gleichmäßig über eine Skizze von nackten männlichen und weiblichen Körpern fährt und Details ins Visier nimmt, dazu ein Sound eines Synthesizers, eine weibliche, engelsgleiche Stimme, die im Kontrast zu der Agonie, die von den Haltungen der Körper und der Gesichtern ablesbar ist, steht, wo wir ein Beispiel von der bereits mehrfach erwähnten Vermischung von Sakralem und Profan bzw. hier Erhabenem und Düsteren vorgeführt bekommen. Doch handelt es sich nicht um Bach, nicht um klassische Musik, wie sie Pasolini verwendete, um Szenen an verwahrlosten Orten zu untermalen. In die Engelsstimmen mischen sich nun weitere Stimmen, schließlich auch Männerstimmen. Es erhebt sich ein gewaltiger Chor, die Klänge des Synthesizers werden lauter und beim Einsatz des Schlagzeugs zoomt die nun aus der horizontalen Suchbewegung herausgelöste Kamera aus dem Bild heraus, geht sozusagen in die Vertikale, steigt
nun auf einem Punkt fixiert auf und wir hören Pink Floyds 1970 erschienenes Album Atom Heart Mother, was den Soundtrack für den Film bildet, worauf Grieco sehr stolz ist, dass er die Genehmigung von Pink Floyd erhalten hatte. Dieser Filmbeginn, in dem Musik und Kunst und ein bestimmtes Verfahren, das von Pasolini, wenn auch in etwas anderer Manier, genutzt wurde, zeigt, stimmt den Zuschauer ein, auf die Suche nach weiteren expliziten oder impliziten Zitaten und Verweisen auf Pasolinis schöpferisches Werk zu gehen. Wir sehen ein Buch über Jean Renoir auf Pasolinis Schreibtisch liegen, dessen poetischer Realismus Pasolinis ästhetischen Gestaltungswillen geformt hatte. Und wir finden auch einen Hinweis darauf, wer Einfluss auf seine ideologische Haltung genommen hatte. Hier ein Bild von Bertolt Brecht auch auf dem Schreibtisch. Auch Verweise auf Filme von Kollegen, hier von Pasolinis Schüler Bertolucci. Oh, das sieht man wirklich sehr schlecht hier. Man sieht hier also Filmrollen. Dort auf der Filmrolle dann der Titel Ultimo Tango a Parigi sichtbar. Das ist eine These von Grieco, auf den er den Film aufbaut, dass die Filmrollen aus dem Technicolor-Gebäude gestohlen werden. Eigentlich sollte Pasolinis Salon gestohlen werden. Andere Filme werden mitgenommen von einer Gruppe jugendlicher Freunde von Pelosi, die dazu angestiftet wurden, die Filmrollen zu Salon zu stehlen und dafür Lösegeld zu verlangen. Und somit eine Möglichkeit zu finden, Pasolini zur Geldübergabe nach Ostia zu locken. Hier sehen wir, es ist wirklich sehr dunkel, ein Filmplakat vom letzten Tango von Paris. Und in dieser Szene ist auch ganz hinten ein Plakat vom Decameron zu sehen. Also zwei Filme, deren pornografisches Potenzial heftig angeprangert wurde. Ein weiteres Filmzitat finden wir im Regal von Pasolinis Arbeitszimmer. Dort ist auf einer Fotografie Maria Callas alias Medea zu sehen, wodurch die besonders intime Beziehung, die Pasolini zu der Operndiva gehabt hatte, hervorgehoben wird. Aber es wird natürlich dann interessanter, wenn wir uns die Szenen anschauen, in denen keine visuellen Referenzen eingebaut sind. Wir sehen hier Pasolini mit seinem Cutter über Salon diskutieren. Und hier wird der Zuschauer dazu aufgefordert, sich die letzte Szene des Films in eigener produktiver Imaginationsarbeit vorzustellen. Pasolini beschreibt, dass er gerne während des Festes in der Faschistenvilla rote Fahnen in einer Überblende hineinmontieren wollte, was den Cutter sichtlich irritiert. Eine weitere indirekte Referenz auf den Film Acatone wird hier genommen. Da beginnt die Einstellung gleich unter einer Brücke. Wir sehen Pelosi mit einem Freund aus dem Wasser kommen. Offensichtlich sind die beiden gerade gesprungen. Der heroische Akt wird selbst nicht gezeigt. Und ganz im Gegenteil, Pelosi hat die Wette verloren. Er wird eben nicht als Acatone inszeniert, der hin und her gerissen ist zwischen dem Guten, dem Bösen und sich letzten Endes für das Böse, sprich für den Diebstahl, entscheidet und dafür büßen muss. Denn in der Gegenwart der Filmhandlung 1975, Pasolini hat es bereits deutlich gemacht, hat die heutige Jugend überhaupt keine Wahl mehr, sondern, wie schon bereits die Vertreter der Frankfurter Schule von Adorno, Horkheimer bis Fromm, Marcuse monierten, sei die Entfremdung total geworden und es gäbe kein richtiges Leben im Falschen. So auch Pasolini, der von Grieco als ein unbewusst handelnder Konformist ohne moralische Skrupel inszeniert wird. Das Filmzitat scheint noch etwas weiter zu gehen, will man in einem der Kumpel Pelosis Acatones bekannten Skukia erkennen, der zu Beginn des Films mit Grabblumen im Arm auf das bittere Ende vorwegweist. Der wahre Bösewicht des Films bei Grieco, hier im Vordergrund Sergio, der die Mordnacht koordiniert und die Handlanger mit Drohungen, Koks und Solidaritätsverpflichtungen zur Mitwirkung anstachelt, wird in zwei verschiedenen Szenen mit anderen Filmen in Verbindung gebracht. Hier mit einer Pappfigur zu sehen von Gian Maria Volonté, den er verehrt und den er zu imitieren pflegt, in seiner Paraderolle als Polizeichef, der einen Mord verübt, der einfach nicht aufgeklärt werden kann. Natürlich ein direkter Verweis auf die Verstrickung der Polizei in den Mordfall Pasolinis, aber auch darauf, dass das Offensichtliche nicht wahrgenommen werden will.
Und Sergio in einer Szene, in der man ein Filmplakat an einem Regal kleben sieht, das den 1969 erschienenen Film Quemada, Insel des Schreckens, Originaltitel Burn, mit Marlon Brando ankündigt, in dem es um die Machenschaften einer britischen Zuckerhandelsgesellschaft geht, die in den Kolonien ihre Arbeiter ausbeutet. Wieder also ein Verweis auf den Machtmissbrauch, der hinter mit Großkapital gestützt ist. Ich habe Ihnen jetzt schon dieses Filmstil gezeigt, das in Schwarz-Weiß gehalten ist. Es ist tatsächlich so, dass der Film in Kapitel eingeteilt ist, die jeweils von einer Einstellung in Schwarz-Weiß eingeführt werden. Wir sehen hier, wie Pasolini dabei ist, eine Korrektur an seinem Manuskript zum Roman Petrolio vorzunehmen und den Namen Cefis durch Troja austauscht. Aber interessanterweise werden die Einstellungen, die die späteren Kapitel einleiten, immer blasser und wirken fast wie negative. Man könnte argumentieren, dass wir hier immer mehr in die Nähe des Fiktionalen abrutschen, denn während das Arbeitszimmer noch fest verbürgt ist, wird die Fahrt nach Ostia, wie sie hier im letzten Bild gezeigt wird, vom Regisseur natürlich nur imaginiert. Kommen wir nun also zu den fiktiven Szenen, angefangen bei einer frei erfundenen Begegnung mit dem jungen Francisco, einem Laiendarsteller, der sich gleichsam selbst spielt, der während Pelosi und Pasolini zu Abend essen, Pasolini um ein Autogramm bittet, ihn aber zugleich darauf hinweist, dass er seine Kritik am Schulsystem nicht teilen kann, weil er als Sprachbehinderter ohne dieses Bildungssystem sicherlich nie überlebt hätte. Zentral für die Handlung in Grecos Film ist in des, die, so viel man weiß, niemals stattgefundene Begegnung mit George, mit Steinmetz, der unter einem Pseudonym schreibende Verfasser des Buches Questo e Cefis ist, dass Cefis als den Strippenzieher in der Ermordung Matteis enttarnt, der den Eni-Konzern, Erdölkonzern reformieren wollte. Pasolini, der an eine Kopie des Manuskripts des Buches gekommen war, das nicht mehr im Handel erhältlich und auch aus allen Bibliotheken entfernt worden war, beginnt den Fall Cefis zu studieren und stößt auf eine Verschwörung, in die sowohl Politiker der Democrazia Cristiana als auch Polizeibeamte, Mafiosi und selbst die CIA involviert sind. Von der Ermordung Steinmetz erfährt Pasolini wie auch der Zuschauer nur beiläufig durch eine Anzeige in der Zeitung. Sie wird auch nicht kommentiert, weil Pasolini die Zeitung gleich weglegen muss, weil der französische Reporter kommt. Eben in dieser Szene während des Gesprächs mit dem Reporter dämmert es Pasolini, er wird der Nächste sein. Dies zeigt sich in einer Vision, die der so häufig als Prophet stilisierte Pasolini hat. Nach einem harten Schnitt sehen wir eine Art Matrix. Es handelt sich um unsere Zeitgenossen, Menschen aus der Zukunft, die alle mit Handys in der Hand in eine Richtung zu laufen scheinen, das perfekte Bild der Gleichschaltung. Pasolini ist schwindelig. Er muss anhalten, wieder ein Schnitt, wieder ein neues Bild. Beim dritten Mal, dann als die Matrix auftaucht, sehen wir Steinmetz als Todesboten hinter der Gruppe von Menschen auftauchen. Interessant ist nun, welche Erklärung Greco für Pelosis merkwürdiges Geständnis, das er noch in der Tatnacht gibt, parat hat. Dort gibt er an, er habe Pasolini nicht gekannt. Ständig spricht er von Uomo, der sich ihm an diesem Abend in einem Auto fahrend angenähert und zu einer Spritztour eingeladen habe. Warum sollte Pasolini mit einem Jungen, den er gerade kennengelernt habe, den weiten Weg nach Ostia machen, fragt Greco. Und warum war er nicht im Krankenhaus, wenn er doch so viele Schläge von Pasolini erhalten haben sollte, dass er sich gegen ihn habe wehren müssen? Pelosi wird in eine Falle gelockt, mit einem perfiden Trick. Gerne wollte er doch Schauspieler werden, doch Pasolini hatte ihn abgeblockt. Jetzt tritt ein anderer Regisseur an ihn heran und will ihn, nachdem er ihm geschmeichelt und sein Engelsgesicht gelobt hat, zu einer Probeszene ans Set einladen. Den Text, der ihm vorgelegt wird, soll er auswendig lernen. Er soll die Rolle eines Jungen spielen, der einen Homosexuellen umbringt. Greco lässt Pelosi sogar mit dem Skript zu Pasolini gehen. Stolz berichtet er ihm von seinem Engagement. Pasolini ist schockiert, probt aber mit ihm den Text. Er erklärt ihm aber, dass dies sehr unauthentisch sei. Dies seien doch Worte, die ihm die Polizei diktiert hätte. Er würde sich doch selbst so nie ausdrücken. Pelosi hält ihn für eifersüchtig. Abermals also baut Greco Hinweise ein, die darauf hindeuten sollen, dass Pasolini gewusst haben könnte, was ihn erwartet, er sich also bewusst in sein Schicksal, in sein Martyrium begeben hat. Die Unschuld Pelosis wird durch weitere Szenen hervorgehoben. Während einer Sitzung einer neuen faschistischen Gruppierung scheint Pelosi gelangweilt, er will nach Hause, er versteht den Aufruhr und die Erregung seiner Kollegen nicht. Und hier ist es besonders eindrucksvoll, dass die Verhörszene von Pelosi, der von anderen bewusstlos geschlagen wird und schließlich mit dem Auto vom Tatort wegtransportiert wurde, genau gleich aufgebaut wurde wie das Set zuvor bei der Probeaufnahme. Die Kamera steht auch am selben Standpunkt und hier wiederholt Pelosi das, was er auswendig gelernt hat, weint jedoch, sträubt sich gegen die Unwahrheit, die er durch Schläge aufgefordert wird, zu bekräftigen.
Einen weiteren Leseschlüssel bietet Greco auch durch die Szene an, in der Mama Colussi zu Pasolini in der Nacht vor der Ermordung ins Bett kommt und von ihrem Albtraum, den sie über den als Partisanen ermordeten Bruder Guido hatte. Grecos Idee, Pasolini wiederholt das Martyrium des Bruders, auch er ist nicht geflohen, er wusste, dass es brenzlig werden würde, er hat sich für sein Land geopfert. Kommen wir nun zu dem Schluss des Films und einigen filmtechnischen Besonderheiten, auf die ich jetzt noch Ihr Augenmerk lenken will. Greco setzt im Kampf Pasolinis gegen seine Peiniger eine subjektive Kamera, Handkamera ein, um von Pasolinis Perspektive zu der einer möglicherweise sogar als soggettiva indiretta libera zu deutende Perspektive zu wechseln, was natürlich den Zweikampf oder Mehrkampf dann näher werden lässt, spürbar werden lässt gleichsam. Wichtig ist natürlich auch die Präsenz des Zweitwagens, den verschiedene Ermittler auch früher schon in Erwägung gezogen haben, vor allem aus einem Grund, auf den laut Greco Sergio Citti aufmerksam geworden war, der nach der Mordnacht an den Tatort gefahren war und Filmaufnahmen gemacht hat und dabei festgestellt hatte, dass ein großer Ölfleck auf dem Boden zu finden war. Also der Öltank musste beim Überrollen des Körpers von Pasolini kaputt gegangen sein, aber der Tank in Pasolinis Wagen war intakt, also sollte es sich wohl um einen anderen Wagen gehandelt haben. Diese Öllache und angeblich Pasolinis ölverschmiertes Gesicht sind in zweierlei Hinsicht bedeutungsvoll. Naja, erstens, weil es auf den Zweitwagen hinweisen konnte und zweitens natürlich, weil das Petrolio als eine Art Metapher oder Handschrift der Mörder verstanden werden konnte. Wir sehen hier noch einmal die Menschenmenge aus der Siedlung in Ostia hinter dem Zaun, fast wie in einem Käfig eingesperrt, machtlos und mit Drohungen mundtot gemacht. Dann lässt Greco den Film mit einer surrealen Szene enden. Pasolini liegt am Boden, umgeben von Ölpumpen, die gleichsam wie Panzer ihre Arme nach vorne fahren und ihre Arme herauf und runter senken und auf ihn zusteuern. Ein Bild, das, wie ich finde, auch nochmal eine Parallele zulässt zu einer bereits akustisch aufgerufenen Band, nämlich Pink Floyd, die in ihrem Another Brick in the Wall Song von 1979 eine Reihe Hämmer, die sich aus Lehrerfiguren transformiert haben, im Gleichschritt marschieren lässt und ihre Körper ebenfalls bedrohlich auf- und abschwingen. Besser als Pink Floyd hat wohl keine Band die Gleichschaltung unter anderem durch das Schulsystem in der modernen Gesellschaft zum Ausdruck gebracht. Mit den Schrifttafeln am Ende des Films sollen schließlich auch weitere Ungewissheiten noch aus dem Weg geräumt werden. Die Frage bleibt aber offen, ob dieser Aufklärungsversuch tatsächlich die allgemeine Meinung über den Tathergang zu beeinflussen imstande ist oder ob es sich am Ende eben nur um einen zitatenreichen Spielfilm handelt, der Biopic und Thriller versucht zu vereinen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Cora, für diesen tollen Vortrag, der auch nochmal gezeigt hat, ja, gerade durch diese filmische Auseinandersetzung oder mehreren filmischen Auseinandersetzungen mit Pasolinis Tod, wie wichtig Pasolini eigentlich überhaupt war, ne, oder wie bedeutend Pasolini bis heute auch ist, ne, auch gerade dadurch, wie sehr sich gestritten wird, wie man das jetzt eben inszeniert. Was mir jetzt gerade nochmal eingefallen ist, es gab ja noch so eine weitere Linie in der Betrachtung des Todes von Pasolini. Es war, glaube ich, eher so eine literarische Linie. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, war es vor allen Dingen auch Enzo Siciliano, der so ein bisschen auf dieser Linie war. Und zwar so ein bisschen nach dem Motto gesagt hat, da diese Necessità di morire, die ja für Pasolinis Figuren existiert, dass die im Endeffekt auch für Pasolini selbst existiert. Ne? Das ist ja schon so ein bisschen makaber im Endeffekt auch ist. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film La Macchinazione leider nicht gesehen. Was mich jetzt ein bisschen frage ist, versucht der Film vielleicht auch so ein bisschen diese Linie so ein bisschen zu entmystifizieren, indem sie versucht, Pasolini auch so ein bisschen als Mensch noch mehr darzustellen, indem die Haare gefärbt werden, der wirklich einfach ein Mensch ist? Oder ist es jetzt in dem Film auch so, gerade durch diese Zitate, dass Pasolini im Film selbst auch in seinem eigenen Universum gefangen ist, indem er auch einfach eine Figur ist in seinem eigenen Universum? Ja, also diese Linie könnte man auch sehen. Ich denke, Greco versucht wie kein anderer, alle möglichen Erklärungsversuche miteinander zu vermengen und ein Angebot bereitzustellen. Und diese Linie, dass Pasolini sich selbst als Christo auf seiner Via Crucis inszeniert und voraussehen konnte, dass ihm auch etwas passieren würde, könnte man ja in diesen Szenen, diese Vorwegnahme, diesen Steinmetz, den als Todesboten sieht, dass er Pelosis Skript sogar in die Hände bekommt, natürlich, also das sind ja Szenen, die
Das ist eine interessante, eine nette Erklärung, die auch für einen Spielfilm geeignet ist und vielleicht auch sogar plausibel ist, wenn man sich das Verhör von Pelosi anschaut, der von der ersten Aussage bis zu seiner letzten in seinem Buch immer wieder neue Erklärungen und Erzählungen für diese Nacht parat hat. Ja, könnte man Hinweise darauf finden, dass Pasolini das auch selbst herbeigeführt hat. In einer Melancholie, nicht mehr auf dieser Welt, in der er Filme wie Acatone nicht mehr drehen konnte und auch diese Gesichter nicht mehr in Terzo Mondo fand, nicht mehr seinen Platz finden konnte. Gibt es noch weitere Fragen? Vielen Dank auch von mir für diesen spannenden Beitrag. Ich würde mal gerne noch auf ein kleines Detail zu sprechen kommen. Das fand ich sehr interessant. Wir haben ja auch gestern über Pasolini als Bibliotheksphänomen gesprochen. War interessant, dass du auch hier die Bibliothek gezeigt hast und vielleicht auch nicht zufällig das Buch über Renoir. Weil auch könnte das vielleicht auch ein Lektüreschlüssel sein. Es gibt ja diese tolle Deutung von Deleuze zu Renoir. Er sagt, bei Renoir bleibt immer die Frage offen, wo beginnt das Leben? Wo beginnt das Leben und hört das Theater auf? Ne? Und commence la vie ou finit le théâtre? Und das ist eigentlich auch, glaube ich, ein Stichwort auch für diesen Film, der sehr stark ja auch mit so paratheatralen Verfahren operiert, auch Pasolini selbst noch einmal als Schauspieler sozusagen zeigt und nochmal die Probe selbst zeigt, sagen die Probe eines Schauspiels im Schauspiel. Das heißt, das könnte vielleicht auch methodisch eine interessante Perspektive sein, zu operieren mit diesem Begriff der Paratheatralität. Das heißt, die Figuren suchen im Grunde nach einer Identität, die sie noch gar nicht haben. Die werden auch immer mit neuen Identitäten beschrieben. Und man könnte das auch auf den Tod zuspitzen, dass man fragen könnte, ja, wo beginnt der Tod? Und wo hört das Theater auf? Oder auch auf diese Endlosspiegelung von Wahrheit und Lüge. Wo beginnt die Wahrheit und wo hört die Lüge auf? Und das Ganze, es sind ja, wie auch bei Renoir, sind zwei Spiegel, die sich gegenseitig reflektieren und im Endeffekt auch uns als Zuschauer in diesem Netz der Unauflösbarkeiten zurücklassen. Wie das auch dann am Ende gesagt, ja, trägt das denn jetzt zur Aufklärung bei? Oder bleibt man in diesem Netz der Unauflösbarkeiten gefangen? Das könnte vielleicht reizvoller Ansatz sein wollte. Das wäre nur ein Vorschlag. Ja, kann man machen. Also wie jedes Detail da in dem Film gezeigt wird, bietet es auch einen Lektüreschlüssel oder zum Verständnis auch der Person, seinem Denken, Wirken Pasolinis an. Aber was die Handlung angeht oder den Verlauf, ja gut, also wer schreibt das Drehbuch des Lebens, wer schreibt das Drehbuch des Todes? Das ist dann die Frage. Man erkennt wirklich in dem ganzen Film hinweg, dass, oder fragt sich, wer ist denn hier eigentlich der Strippenzieher? Man sieht verschiedene, auf unterschiedlichsten hierarchischen Ebenen angesiedelte Personen, die wiederum Aufträge ausführen. Pasolini selbst entweder als Spielball oder auch selbst als derjenige, der sich inszeniert und hineinbegibt, ne, weil er auch sein eigenes Skript, sein Skript des Lebens in den Händen halten will. Ja, das ein stilistisches Element, was eben der Film bieten kann. Der Film kann theatraler sein als das Theater selbst, ne? Weil diese Möglichkeit hat der Endlosspiegelung, ne? Von Theater, von Theaterszenen. Mhm. Und ich glaube, damit operiert er auch sehr stark. Sì, volevo dire qualcosa. Intanto, grazie davvero a Cora per questa bellissima presentazione. In realtà è stato anche molto, mi ha provocato molte emozioni perché mi ha fatto un po' rivivere tutto quel periodo in Italia, subito dopo la morte di Pasolini, no? Dove veramente, come dire, ci si accostava con grandissimo pudore, anche con grande distanza ai fatti, che poi, come ha dimostrato nella sua presentazione Cora, è stata una necessità quella di volere o di dovere raccontare questa morte di Pasolini a più riprese, in più modi,
Io ricordo questi anni di documentari anche che si susseguivano, ma naturalmente era sempre difficile l'accostamento della realtà italiana, perché poi alla fine Pasolini in qualche modo, e questa è un po' anche la domanda che faccio a Cora, diventa metafora, secondo me, di tutta quella storia italiana, delle stragi, del non detto, del non svelato, delle non verità, che fino all'ultimo film, che io però non ho visto, La macchinazione è un film che non ho visto, ribadisce questo bisogno di accostarsi ancora una volta a raccontare questa morte di Pasolini, che è veramente una grande metafora della storia di quegli anni dell'Italia, secondo me. Cosa ne pensa ancora di questo? Oh, non ho niente da aggiungere, ma è proprio così. Non è solo una metafora, ma un mito. Sì. Gibt es noch weitere Fragen? Ci sono altre domande? Un mito, no? Si potrebbe dire un mito veramente nel senso di Blumenberg, no? Una storia che, no? Che invita alla riscrittura, mm. No? A, mm. Sempre e sempre e sempre, no? Sì, Cora, non ho capito del tutto il tuo intervento, però volevo cogliere l'occasione per farti una domanda che io mi pongo sempre quando vedo un film sulla morte di Pasolini e che ha a che vedere con il grande problema di riconciliare la figura del poeta, dell'intellettuale, dello scrittore con la figura dell'omosessuale, nel senso che la morte di Pasolini per me produce uno split di due cadaveri, no? Cioè il cadavere del quello che poi riprende Abel Ferrara, no? Tu hai ricordato l'idea della, lui faceva cruising, che vuoi, prima o poi gli sarebbe successo, e quella di Greco, no? Che è una versione più attenta al tessuto politico, però in ogni caso sempre si perde Pasolini lo scrittore, come se veramente fosse difficile iscrivere nello stesso relato, nello stesso racconto, lo scrittore, quella morte, no? E la parte politica. E non so adesso se tu hai osservato qualche movimento, per esempio nella macchinazione di Greco, perché lì poi l'interpretazione di Massimo Ranieri mi sembra che aggiunga, cioè che sposti il problema altrove, entra la dimensione artistica, perché lui è comunque un artista, però se ne va da un'altra parte, non è quella di Pasolini. Forse... caro diario di Nanni Moretti, che non dice niente, è forse quello che più, no, ci fa pensare. E siccome ci fa pensare a un Pasolini tutto intero, che scrive, che è polemista, però anche un corpo erotico, no? Non so, era questo. Grazie. C'è anche una scena nel film di Greco che dimostra, forse non in un modo così esplicito come fa Ferrara, una scena di contatto sessuale tra Pelosi e Pasolini nella macchina. Ma è tutto, rimane così con questa scena. E poi c'è un altro un discorso intimo tra Pasolini e la madre. Sono nel letto della madre e Pasolini racconta la madre di Pelosi e dice: ma io anch'io sarò tradito da lui, un po' come Gesù, no? Questa visione di Cristo. E la madre dice: ma non ti ami, non ti ama dunque. E lui dice: sì, ma soltanto quelli che mi amano possono tradirmi. Forse è una versione un po' romanticizzata del rapporto tra Pelosi e Pasolini, un po' una versione umile e tenera di Pasolini che voleva dimostrare Greco. Invece Ferrara ha messo è un po' più duro, no? Questa immagine di Pasolini.
Sì, è difficile conciliare queste varie personalità di Pasolini e di mostrarli in un film senza dare una prevalenza. Vielleicht auch nochmal der kurze Hinweis, wer sich selbst ein Bild machen will, morgen zeigt die Schaubühne Lindenfeld tatsächlich nochmal den Film von Ferrara, leider nicht den von Greco, der finde ich jetzt zumindest sehr viel spannender klingt oder sehr viel vielversprechender, aber wie gesagt, wenn man sich ein Bild machen möchte, morgen in der Schaubühne 19 Uhr kommt der Film von Ferrara. Also das Spannende an Ferraras Film ist vielleicht, dass er noch Bücher von Pasolini inszeniert. Also er lässt Szenen aus Petrolio oder aus Porno Teo Colossal setzt er um. Das ist vielleicht das Spannende an Ferraras Film, ne? Dass er da nochmal Film im Film hat und ja. Es hat auch was, also müsste man noch mehr vergleichen, aber ich hatte keine Zeit und es war so viel zu sagen zu dem Film, also per la prossima volta. Ottimo, in dem Sinne nochmal vielen, vielen Dank, Cora, für diesen sehr spannenden Vortrag.